Dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zum Boxkrypto-Webinar heute. Freut mich sehr, dass Sie sich alle Zeit genommen haben, ein bisschen was über Boxkrypto zu erfahren. Mein Name ist Philipp Wittek. Ich bin Technical Sales Manager bei der Secomba GmbH, wie die Firma hinter Boxkrypto heißt. Und ja, werde Ihnen heute so ein bisschen Boxkrypto präsentieren. Augenmerk liegt heute ein bisschen mehr auf Dropbox. Grundsätzlich Funktionalität von Boxkrypto ist sehr austauschbar, also auch egal, ob Sie auf einer OneDrive, auf dem Netzwerklaufwerk, USB-Sticks, genau, Fokus heute auf Dropbox. Aber gerne, gleich zum nächsten Punkt, stellen Sie gerne Fragen. Also ich freue mich immer, während dem Webinar schon auf Fragen eingehen zu können. Wenn Sie irgendwas interessiert, wenn Sie irgendwas sehen möchten, irgendwas war Ihnen nicht klar oder Sie haben vielleicht einen speziellen Use Case, fragen Sie mich. Im besten Fall kann ich es jetzt gleich live präsentieren, wenn es dann wirklich ein sehr spezieller Use Case ist. Auch gar kein Problem. Sie haben meine Kontaktdaten. Können Sie mich auch gerne nochmal direkt kontaktieren nach dem Webinar. Nehme ich mir auch da gerne, wirklich sehr gerne Zeit. Kurz zur Agenda. Also ich würde anfangen, heute Ihnen einmal ganz grundlegend die Funktionalitäten von Boxkrypto zu zeigen, hier auf dem Windows-Rechner. Sie wissen vielleicht schon von unserer Webseite grundsätzlich, Boxkrypto ist auf allen Plattformen verfügbar. Wir hatten jetzt vor kurzem ein sehr großes, ja, wirklich eine Neuentwicklung, könnte man fast sagen, auf iOS, also auf iPhones, iPads und so weiter. Also auch damit gar kein Problem, Boxkrypto zu verwenden. Ja, Webinar geht heute natürlich sehr im Bereich Company Enterprise Nutzung. Da ist natürlich Windows so vom Desktop her die weit verbreitetste Plattform. Aber dann kommt schon bei uns macOS und iOS. Danach ein bisschen schauen wir uns die Web-App an, sprich die Verwaltung von der Boxkrypto-Organisation, ein bisschen die ja, Best Practice, was würde ich Ihnen empfehlen, was kann man machen, aber auch einfach, damit Sie einen Überblick bekommen, vom Verständnis her, nicht nur vom Endnutzer her, sondern von Ihnen aus, von der Administration, wie können Sie Boxkrypto verwenden. Nochmal der Hinweis: Sie haben immer den Chat oder die Frage- und Antworten-Funktionalität zur Verfügung hier in Ihrem Zoom-Client. Nutzen Sie es wirklich gerne. Also Sie bringen mich nicht raus. Ich freue mich wirklich sehr über Fragen, aber eben nach dem Webinar so etwa 45 Minuten nehme ich mir noch Zeit. Also ich habe auch Zeit. Da können wir gerne nochmal ja, auf alle möglichen Fragen eingehen, die Sie heute haben. So, ich teile Ihnen jetzt einmal meinen Bildschirm. Das ist der richtige. Ja, Boxkrypto, also nochmal für alle, die vielleicht doch ganz jungfräulich heute in das Thema reingehen. Boxkrypto, das ist eine Cloud-Verschlüsselungslösung, die optimiert ist auf eben die Nutzung mit Cloud-Speichern. Kennen wir Dropbox, OneDrive, Google Drive, aber eben Boxkrypto lässt sich auch mit grundsätzlich jedem Speicher, der irgendwie verfügbar ist, verwenden. Also auch Netzwerklaufwerke werden bei unseren Unternehmenskunden sehr gerne mit Boxkrypto verwendet. Sie können auch einen USB-Stick zum Beispiel verschlüsseln. Lokale Ordner, lokale Festplatten, all das geht mit Boxkrypto. Das Besondere an unserem Dienst Boxkrypto ist, Boxkrypto bietet natürlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber das Ganze auch nach einem Zero-Knowledge-Prinzip. Das heißt, wir, diese Secomba GmbH, haben keine Möglichkeit, auf die von Ihnen verschlüsselte Daten zuzugreifen. Und die Ver- und Entschlüsselung geschieht immer lokal auf dem Client des Nutzers. Sprich, Sie brauchen dann nicht, wenn Sie irgendwo Server, File-Server zum Beispiel stehen haben, Sie brauchen auf Ihren Server nichts installieren. Die Nutzer haben auf Ihren Clients Boxkrypto. Hier unten rechts sehen Sie bei mir schon das kleine Boxkrypto-Icon. Ich bin also schon angemeldet. Das nehme ich jetzt schon einmal vorweg. Sie oder Ihre Nutzer haben eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich im Client einmalig anmelden und dann auch entweder ein Boxkrypto-Passwort oder in einem Single Sign-On-Setup. Da haben Sie zum Beispiel die Authentifizierung über einen Microsoft-Account. Das geht auch. Hat man Boxkrypto dann gestartet? Implementiert Boxkrypto ein virtuelles Laufwerk. Und das ist jetzt vielleicht so der wichtigste Punkt, wenn Sie Boxkrypto noch nicht kennen, für die Funktionsweise von Boxkrypto. Eben hier dieses virtuelle Laufwerk, das stellen wir bereit und in diesem virtuellen Laufwerk ver- und entschlüsselt Boxkrypto automatisch. Das heißt, in diesem virtuellen Laufwerk hier, in dem wir uns gerade befinden, stellt Boxkrypto die verschiedenen Cloud-Speicher zur Verfügung, die Sie installiert haben. Wir erkennen da wirklich, welche Cloud-Speicher bei Ihnen installiert sind und fügen die hier hinzu. Grundsätzlich sollten Sie einen Cloud-Speicher verwenden, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Den können Sie auch manuell hinzufügen. Aber hier würden zum Beispiel auch Netzwerklaufwerke, USB-Sticks und so weiter. Also stellen Sie sich mal vor, wenn Sie mit Boxkrypto, mit verschlüsselten Daten arbeiten, Sie gehen nicht direkt auf Ihre OneDrive, auf Ihre Dropbox, sondern Sie gehen hier über das Boxkrypto-Laufwerk, in dem Fall gemappt auf den Laufwerksbuchstaben X.
Gehen wir dann einmal in die Dropbox, da sehen Sie dann wirklich genau das Gleiche, was Sie in der Dropbox sehen, nur mit einem Unterschied. Und den sehen wir jetzt hier schon. Ich habe hier einen kleinen Demo-Ordner oder Demo-Ordner, Plural, aufgebaut. Und den ersten Unterschied, den Sie sehen, ist dieses grüne Rechteck. Also ich habe hier schon einen verschlüsselten Ordner. Ich zeige Ihnen später auch noch, wie wir bestehende Ordner verschlüsseln können oder auch neue Ordner verschlüsseln. Aber einmal für Sie, wie arbeiten wir jetzt hier mit verschlüsselten Dateien? Dieser Ordner ist eben verschlüsselt und wenn wir hier reingehen, sehen wir auch bei jedem Dateien auch ein kleines grünes Rechteck, das Ihnen einfach zeigt im Boxhopper-Laufwerk, diese Datei ist verschlüsselt. Und jetzt ist es schön bei Boxhopper, Sie müssen jetzt hier nichts händisch entschlüsseln oder sonst was, sondern Sie können einfach, wie Sie es kennen, diese Datei über einen Doppelklick öffnen. Sie haben dann sofort diese verschlüsselte Datei hier sichtbar bei Ihnen auf dem Rechner. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei jeder anderen Dateityp. Also klar, heute sind wir so ein bisschen ich habe hier Office-Dokumente vorbereitet, aber grundsätzlich spielt es Boxhopper keine Rolle. Es gibt da keine Limitierung auf irgendwelche Dateitypen. Also wir könnten hier auch neue verschlüsselte Dateien erstellen, egal ob es jetzt ein ZIP-komprimierter Ordner ist. Es spielt wirklich keine Rolle. CAD-Dateien, Sie können hier alles arbeiten. So, ich sage Ihnen jetzt hier, grünes Icon heißt verschlüsselte Datei. Aber schauen wir uns doch einmal kurz die physische Datei an. Also wie die Datei wirklich in dem Fall auf Dropbox oder auch auf einem OneDrive-Server, also sprich bei Microsoft oder bei Dropbox auf den Servern liegt. Hier links eben, ich bin im Boxhopper-Laufwerk. Ein Rechtsklick auf die Datei, Rechtsklick, Boxkrypto und dann habe ich hier verschiedene Optionen. Gleich könnte entschlüsseln, Berechtigungsverwaltung schauen wir uns gleich an. Und hier sehen Sie auch original in Dropbox anzeigen. Und dann öffnen wir wirklich die Dateiablage, wo diese Dateien physikalisch liegen. Also wenn wir uns hier oben mal ganz genau den Dateipfad anschauen, das ist wirklich genau der Dropbox-Ordner. Und hier liegen diese Dateien, die ich übers Boxhopper-Laufwerk sehe, verschlüsselt. Sie sehen jetzt zwei Sachen bei diesen verschlüsselten Dateien. Einmal die .bc-Dateiendung, so markieren wir einfach, oder Boxhopper, die Software markiert so verschlüsselte Dateien als .bc. Und Sie sehen auch noch, der Dateiname ist ebenfalls verschlüsselt. Ich spreche es gleich an, die Dateinamenverschlüsselung ist optional. Die lässt sich zum Beispiel über Richtlinien einstellen, zeige ich Ihnen später. Die lässt sich im Client immer einstellen, also dass der Nutzer sagt, im Client, alles, was ich verschlüssel, wird mit Dateinamenverschlüsselung verschlüsselt. Man kann es aber auch auf einzelne Dateien oder Ordner setzen. Genau. Und da müssen Sie einfach abwägen, brauchen Sie eine Dateinamenverschlüsselung, möchten Sie eine Dateinamenverschlüsselung. Als Beispiel, ich habe jetzt hier noch einen anderen Ordner vorbereitet, den Personalordner. Den habe ich noch nicht verschlüsselt. Dann würde ich Ihnen gerne mal zeigen, wie wir einen Ordner verschlüsseln. Und eben nochmal kurz den Kontext zur Dateinamenverschlüsselung. Die DSGVO ringt bei Ihnen alle noch in den Ohren oder immer noch und ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie Boxhopper einführen wollen oder müssen. Und da ist natürlich klar, also Personaldaten, personenbezogene Daten vor allem, die können natürlich auch im Dateinamen stehen. Ich bringe da immer das Beispiel, wenn ich aus welchem Grund auch immer physischen Zugriff auf einen Personalordner hätte. Und da würde ich jetzt die verschlüsselte Datei sehen mit dem Dateinamen Aufhebungsvertrag Philipp Wittek. Ja, da muss ich den Inhalt nicht kennen, dann weiß ich, was passiert. Also da können Sie überlegen, das kann ich Ihnen später zeigen bei den Richtlinien. Setzen Sie vielleicht eine Richtlinie für Mitglieder der Gruppe Personalabteilung, dass die die Dateinamenverschlüsselung erzwungen haben. Ansonsten, ich habe eben hier schon einen verschlüsselten Ordner. Ja, wie verschlüsseln wir nachträglich Ordner oder Dateien? Das geht sehr einfach. Nochmal der Hinweis, ich bin jetzt, schau mal kurz, Windows rödelt. Genau. Ich bin hier in meinem Boxhopper-Laufwerk in meiner Dropbox. Und dieser Management-Ordner als Beispiel ist noch nicht verschlüsselt. Und wie verschlüsselt man den? Sehr einfach. Rechtsklick, Boxkrypto und dann kriegt man hier schon die Auswahl. Verschlüsseln. Klar sagen Sie jetzt, naja, wir haben ja schon einmal diesen Ordner oder diese Dateien unverschlüsselt bei Dropbox hochgelegt. Ist klar. Also es geht hier wirklich darum, nachträglich zu verschlüsseln. Der schönere Weg, den zeige ich gleich, ist von Anfang an alles nur verschlüsselt abzulegen. Aber eben Management-Ordner, Rechtsklick, Boxhopper verschlüsselt. Boxhopper bittet einmal, alle geöffneten Dateien zu schließen und verschlüsselt jetzt nachträglich diesen Ordner. Was passiert, wenn wir nachträglich verschlüsseln? Wir hängen da einfach nur diesen Underscore Encrypted dran.
Nach der Verschlüsselung können Sie das sofort wieder ändern. Das machen wir einfach nur, damit Sie wissen, dieser Ordner wurde nachträglich verschlüsselt. Aber können wir eben problemlos auch hier einfach ändern. Genau, jetzt gehen wir rein. Jetzt sehen wir hier, diese Dateien sind jetzt auch verschlüsselt. Und wenn wir uns nochmal das Original anzeigen, dann sehen wir auch hier, genau, die verschlüsselte Dateien. So könnten Sie es also, wenn Sie Boxup da einführen, Sie haben bestehende Dateien, könnten Sie auch vorgehen. Sie könnten also einfach eine Ordnerstruktur haben, die Sie bereits haben, über Rechtsklick Boxup da verschlüsseln. Es geht natürlich auch im Bulk, kein Problem. Ansonsten hätten Sie auch die Möglichkeit, einen leeren verschlüsselten Ordner anzulegen und da Dateien reinzuschieben. Das würde ich jetzt einmal zeigen. Also wie verschlüsseln Sie Dateien, die zum Beispiel bereits diese lokal vorhanden haben? Gehen wir einmal kurz raus. Ich lege jetzt einfach auf meinem Desktop, damit es für Sie schön sichtbar ist, einen neuen Ordner an. Den nennen wir doch einfach 06. Und was haben wir noch für Abteilungen? Einfach die Support-Abteilung. Wo dieser Ordner liegt jetzt bei Ihnen, das ist wirklich egal. Ich lege jetzt einfach nur ein paar Dummy-Dateien rein. Könnte also von einem bestehenden Netzwerklaufwerk, von einem bestehenden Laufwerk sein und so weiter. Genau. Jetzt schieben wir diese Datei, wie gesagt, hier, ich zeige es jetzt von Desktop auf Dropbox über Boxcrypto, aber könnte theoretisch überall liegen. Ich mache es hier per Drag and Drop. Sie könnten es über eine CMD machen, also über eine Batch-Datei oder über die Command-Line. Spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, schieben Sie es übers Boxcrypto-Laufwerk in die Dropbox. Boxcrypto fragt dann direkt, möchten wir verschlüsseln, ja oder nein? Wir möchten verschlüsseln. Und dann wurde jetzt dieser Ordner, Support-Ordner, verschlüsselt in die Dropbox abgelegt. Zu keinem Zeitpunkt werden unverschlüsselte Dateien aus diesem Support-Ordner an die Dropbox-Server oder an die Server allgemein von Ihrem Cloud-Speicher versendet. Also da können Sie sicher sein, hier liegen jetzt nur noch verschlüsselte Dateien. So, wir haben die erste Frage. Freut mich. Ich gehe einmal kurz. Ich gehe darauf ein, passt jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben dann später noch eine Funktionalität, die zeige ich gleich. Aber ich gehe jetzt schon mal auf Ihre Frage ein. Ich lese sie einmal vor. Wie funktioniert Boxcrypto, wenn ich zum Beispiel die Teilenfunktion von Word nutze, also Microsoft 365 nutze und dort der Empfänger nur einen Online-Link erhält? Er sieht dann ja nur noch die verschlüsselten Dateien, oder? Grundsätzlich ja, also man kann sagen, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn Sie eine verschlüsselte Datei teilen, dann funktioniert Boxcrypto genauso wie es soll. Der Empfänger erhält nur eine verschlüsselte Datei. Also wie können Sie mit mehreren oder mit Personen an verschlüsselten Dateien gemeinsam arbeiten? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, der andere Empfänger ist ebenfalls ein Boxcrypto-Nutzer. Dann geht es sehr einfach über die Boxcrypto-Berechtigungen. Die andere Möglichkeit ist, der Empfänger oder der Person, die es schicken möchten, die ist kein Boxcrypto-Nutzer, möchte auch kein Boxcrypto haben zum Beispiel. Und da haben wir unsere integrierte Lösung Wisby. Ich würde einfach mal sagen, ich bin mal so spontan und zeige beide Möglichkeiten. Dann können wir uns auch gleich Wisby anschauen. Wir gehen jetzt davon aus, Sie haben jetzt hier bereits verschlüsselte Ordner, verschlüsselte Dateien. Und eben genau wie in der Frage kam, jetzt möchten Sie eine Datei teilen. Ich gehe mal auf den ganzen Ordner, einfach weil es so ein bisschen dann besser hier ins Konzept passt. Grundsätzlich, was ich jetzt gleich zeige, Boxcrypto-Berechtigung, kann man auch auf einzelne Dateien machen. Also die erste Möglichkeit ist, Sie schicken jetzt, Sie teilen einer Person Zugriff auf diese Datei, also wirklich über, jetzt bleiben wir mal im Dropbox-Thema, über das Sharing, bei OneDrive wäre es natürlich übers Teilen. Die andere Person erhält dann natürlich, wir schauen es uns nochmal an, erhält dann Zugriff, physikalischen Zugriff auf diese verschlüsselten Dateien, die auch natürlich dann über Dropbox synchronisiert werden. Aber mit diesen Dateien kann die andere Person ja nichts anfangen. Jetzt gehen wir davon aus, die andere Person hat Boxcrypto. Dann müssen Sie nur eine einzige Sache machen. Nachdem Sie über Dropbox oder über OneDrive die Datei geteilt haben, ändern Sie die Boxcrypto-Berechtigungen. Und Boxcrypto-Berechtigungen sind im Endeffekt ein Public-Private-Key-Verfahren. Also wir teilen da mit der anderen Person oder Sie teilen mit der anderen Person das Schlüsselmaterial. Wenn Sie schon mal mit PGP-Verschlüsselung verschlüsselte E-Mails gesendet haben, dann wissen Sie, was das für ein Aufwand ist. Sie müssen dann dem Empfänger Schlüsselmaterial zur Verfügung stellen und so weiter. Er muss die signieren. Wir haben das alles heruntergebrochen auf die Boxcrypto-Berechtigungen. Technisch gesehen, dahinter steckt genau das gleiche Prinzip. Rechtsklick auf den Ordner oder die Datei,
Boxkryptor-Berechtigungen verwalten. Und dann sehen wir aktuell, ich bin hier eben mit dem Account, mit meinem Account johndoe@boxkryptor.com angemeldet. Und Stand jetzt, wir haben es ja vorhin verschlüsselt, diesen Ordner, hat nur John Doe die kryptografische Berechtigung auf diesen Ordner und natürlich dann auf die Dateien in diesem Ordner zuzugreifen. Und Sie können jetzt entweder eine Gruppe hinzufügen oder Nutzer hinzufügen. Und eben kryptografisch, was hier passiert ist, dann erhält entweder der Gruppe, also die Mitglieder der Gruppe oder eben der einzelne Nutzer die kryptografischen Schlüssel und kann dann auf diese Datei zugreifen. Das Schöne ist, wir sind eben Software as a Service, und das heißt, nach Zero Knowledge Prinzip ist immer wichtig, aber das heißt sehr, jeder Boxkryptor Nutzer, zum Beispiel hier mein persönlicher Account, pw@secomba.com, dem können Sie jetzt Berechtigungen dafür geben. Und sobald ich hier auf Anwenden drücke, erhält mein persönlicher Boxkryptor-Account pw@secomba.com dann die kryptografischen Berechtigungen, um auf die Dateien in einem Ordnermanagement zuzugreifen. Das heißt, ich könnte dann auf meinem Geräten, auf meinem Rechner mit meinem Boxkryptor-Account mit den verschlüsselten Dateien arbeiten. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Gruppen. Genau, Gruppen schauen wir uns später an. Gruppen sind einfach super Mittel. Innerhalb einer Organisation ist am besten natürlich, innerhalb einer Organisation mit Berechtigungen zu arbeiten. Also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier den Management-Ordner. Wir hätten zum Beispiel eine Gruppe Management oder Geschäftsführung, könnten wir denen einmalig diese Berechtigung geben. Und dann würde jeder in der Management-Gruppe die Berechtigungen auf den Ordner-Management haben. Ja, und genau, um gleich auf Ihre Frage einzugehen. Richtig, genau, für Gruppen haben wir auch eine AD-Anbindung, also Gruppen und Nutzer können über ein Active Directory synchronisiert werden. Ja. Was ich jetzt skizziert habe, war eben der Fall, dass der Empfänger ebenfalls Boxkryptor hat. Spielt keine Rolle, ob er in Ihrer Lizenz, also in Ihrer Organisation drin ist oder einfach selber einen Boxkryptor-Account hat, spielt wirklich keine Rolle, aber eben er braucht Boxkryptor, einen Boxkryptor-Account und Boxkryptor-Client. Jetzt kann es aber sein, dass Sie mit jemandem eine Datei verschicken möchten, sicher verschicken möchten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, und Sie wissen, diese Person, das wird eine einmalige Sache oder diese Person ist vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so fähig und kann vielleicht jetzt nicht sich einfach mal schnell ein neues Programm installieren, darf vielleicht auch gar nicht irgendwelche Company-Richtlinien. Dann wäre der Fall, da verwenden Sie Wispy dafür. Wispy hat, ich muss ein bisschen kritisch hier in diesem Webinar mit uns selber sein, wir hätten vielleicht Wispy damals nicht Wispy nennen sollen, sondern Boxkryptor Share. Wispy ist also komplett integriert in Boxkryptor, wird ebenfalls von uns entwickelt und ist auch ebenfalls in der Lizenz enthalten, kostet also nichts extra. Und die Funktionalität von Wispy ist, dass Sie Dateien Ende zu Ende verschlüsselt teilen können, ohne dass der Empfänger irgendetwas, also keine Installation und keinen Account braucht, sondern komplett webbasiert. Ich zeige es Ihnen einmal. Wir haben hier eine PowerPoint-Präsentation. Was für ein Dokument es ist, spielt auch hier wieder keine Rolle. Wispy unterstützt bis zu 1 GB an Dateigröße. Ob es ein Video ist, ob es ein Dokument ist und so weiter, spielt keine Rolle. Im Boxkryptor-Laufwerk, Rechtsklick, Boxkryptor und da sehen Sie hier Wispy-Link erstellen. Auch hier gilt wieder natürlich die offene Datei schließen und dann bereitet Wispy jetzt diesen Link vor und leitet uns gleich auf unseren Standardbrowser weiter. Genau. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal, was glaube ich schon wichtig ist. Wispy ist in der Lizenz enthalten, kostet nichts extra und wird auch von uns, von der Secomba GmbH entwickelt und ist wirklich als Ergänzung zu Boxkryptor gedacht. So. Wir sind jetzt hier bei mir im Browser, im Firefox. Eben Wispy hat diesen Link erstellt und zeigt mir nochmal, um was für eine Datei es sich handelt. Im nächsten Schritt hat man dann zusätzliche Optionen. Sie können zum Beispiel sagen, na gut, soll dieser Link irgendwann mal ablaufen oder auch nicht? Und soll es zum Beispiel nur ein einmaliger Download sein oder eben nicht? Im nächsten Schritt können wir dann ein Sicherheitslevel festlegen. Sie können sagen, nur ein Link, klar, immer eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber wir hatten jetzt diese Exchange-Server-Thematik. Sicherer ist es natürlich immer mit einem zweiten Faktor. Also Sie können nicht nur einen Link, sondern auch noch mit Link und einem PIN oder Link und einem Passwort versehen. Ich mache es hier einfach mal mit einem PIN und dann erhalten wir im nächsten Schritt den Wispy-Link. Ich öffne es hier für alle, die vielleicht dann später erst auf YouTube zuschauen, auch gleich noch ein privates Fenster. Aber ich schicke es Ihnen allen, diesen Link gleich, einen Moment, auch noch in den Zoom-Chat. Also Sie können es auch einfach mal selber sehen. Ist eine PowerPoint, das heißt, Sie müssen sie auch nicht runterladen, sondern Sie können sich einfach nur anschauen, wie die Wispy-Funktionalität
verwendet. Hier für alle, die zuschauen auf dem rechten Bildschirm, ich öffne es selber. Und bevor ich den PIN eingebe, ich schicke es einmal kurz in den Chat. Genau, also gerne probieren Sie es selber aus zu Hause. Ich habe es Ihnen gerade in den Chat, in den Zoom-Chat geschickt. Hier auf der rechten Seite also mein Empfänger. Der Empfänger braucht eben nichts, nur einen modernen Browser. Also so ist die Bezeichnung bei uns, moderner Browser. Also auch der neueste Internet Explorer Edge funktionieren auch. Bin gar nicht so auf dem neuesten Stand. Ich glaube, Internet Explorer 11 ist aktuell der neueste Stand. Der funktioniert. Ich glaube, wenn Sie drunter gehen, also unterstützen wir offiziell nicht mehr, könnte schon sein, dass das noch funktioniert. Und der Empfänger kriegt dann von Ihnen diesen PIN, natürlich über einen sicheren zweiten Kanal. Also wenn Sie den Wisply-Link über E-Mail schicken, dann zum Beispiel den PIN per Telefon 4594. Wir klicken auf Jetzt freischalten. Der Empfänger hier auf der rechten Seite nochmal, der sieht dann nochmal in der Preview, um was für eine Datei es sich handelt und kann die Datei dann herunterladen. Was passiert, wenn ich jetzt auf Herunterladen klicke, ist Folgendes. Eben Wisply ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich klicke hier auf Herunterladen. Es wird gleich sehr schnell gehen, weil es eine kleine Datei ist. Deswegen bereite ich Sie kurz vor, was Sie gleich in Kürze sehen werden. Wisply lädt die Datei im Browser herunter, also im Browser des Empfängers auf dem Client. Lädt es herunter, die Datei ist aber noch verschlüsselt. Dann wird die Datei im Browser entschlüsselt und erst dann als Download, also Speichern unter, zur Verfügung gestellt. Jetzt schauen wir mal, ich klicke jetzt drauf, genau, entschlüsselt, Download, genau, ging relativ schnell und der Empfänger hat hier dann die Datei. Eben klar, die Datei wird dann vom Empfänger entschlüsselt heruntergeladen, aber wir haben hier eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zu keinem Zeitpunkt eben, also diese Entschlüsselung findet wirklich nur im Browser-Client des Empfängers statt. Genau, jetzt ein bisschen längere Erklärung. Ich hoffe, Sie... Genau, ich konnte die Frage also beantworten. Die Frage war eben, wie teilt man Zugriff auf verschlüsselte Dateien? Nochmal zusammenfassend, zwei Möglichkeiten. Nummer eins, mit einem anderen Boxhopper-Nutzer über die Boxhopper-Berechtigungen. Antwort zwei, mit jemand, der kein Boxhopper-Nutzer ist, über die integrierte Lösung Wisply. Genau, ansonsten das Arbeiten eben hier im Boxhopper-Laufwerk, wie Sie es kennen. Also Sie haben ja gerade gesehen, ich habe hier meinen Ordner-Support reingezogen. Boxhopper hat mich gefragt, verschlüsseln oder nicht. Ich kann natürlich auch jederzeit hier neue Ordner, neue Dateien anlegen. Sind wir in einem unverschlüsselten Stammordner, fragt mich Boxhopper, verschlüsseln oder nicht. Arbeitet man in einem bereits verschlüsselten Ordner, dann übernimmt Boxhopper einfach Verschlüsselung und Berechtigungen. Also als Beispiel hier im unverschlüsselten Stammordner Dropbox. Ich erstelle einen neuen Ordner, Boxhopper fragt mich, verschlüsseln oder nicht. Ich könnte auch sagen nein oder ich erstelle einen neuen Ordner und ich sage verschlüsseln. Ob diese Abfrage kommt, verschlüsseln, nicht verschlüsseln, ist auch eine Richtlinie, die Sie setzen können. Also Sie können auch Ihre Nutzer zwingen, immer zu verschlüsseln. Das geht auch. Ansonsten, wenn wir in einem verschlüsselten Ordner sind und ich erstelle hier eine neue Datei, dann kein Problem, die Datei wird automatisch verschlüsselt und automatisch vererbt sie auch die Berechtigungen aus dem Ordner. Also auch hier sehen Sie gleich wieder, Test ist verschlüsselt. Wenn wir uns die Originaldatei anzeigen, dann haben wir auch hier die verschlüsselte Datei. Das funktioniert nicht nur hier im Explorer, das funktioniert in jeder Applikation. Also wenn Sie in Word arbeiten, speichern unter. Sie wählen einfach als speichern unter einen Ort, das Boxhopper-Laufwerk aus, speichert es in die Dropbox rein. Das funktioniert also wirklich überall und auch Automatisierungen. Haben Sie vielleicht in Excel noch eine VBA-Programmierung drin oder sonst was? Wichtig ist nur, gehen Sie hier über den X-Laufwerk-Pfad. Also um es nochmal hier zu zeigen, nehmen wir mal den Management-Ordner, Eigenschaften, da sehen Sie es hier, X-Dropbox. Also das ist wichtig, solange das X-Laufwerk ist, das X-Laufwerk, das Boxhopper-Laufwerk, das kümmert sich dann automatisch um Fair- und Entschlüsselung, also on-the-fly Entschlüsselung, wenn man zugreift und die Dateien werden auch verschlüsselt, nur abgelegt, wenn Sie darüber speichern. Gut, haben Sie noch Fragen so grundsätzlich? Ansonsten gehen wir noch ganz einen Moment die Einstellungen im Kleinen wieder. Genau, also wenn ich nach rechts schaue, ich schaue auf den Chat, ob Sie mir was schreiben. Sonst würde ich mal kurz auf den Client an sich gehen. Also als ich eben vorhin begonnen habe, ich war schon angemeldet im Boxhopper, Doppelklick hier aufs Boxhopper-Laufwerk oder aufs
Entschuldigung, aufs Boxhutter-Icon, dann öffnet sich das Boxhutter-Laufwerk. Wenn wir jetzt um die Einstellungen gehen möchten, Rechtsklick, Einstellungen. Ja, das Erste, was wir sehen, Speicherorte. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, Boxhutter erkennt hier Speicherorte automatisch. Wenn Dropbox, Google Drive, OneDrive, was auch immer installiert ist, erkennt Boxhutter im Normalfall immer. Ich meine, über 25 verschiedene Cloud-Speicher werden nativ erkannt. Ansonsten eben Thematik, wir können grundsätzlich alles verschlüsseln. Sie sehen hier schon, ich habe auch ein Netzwerklaufwerk eingebunden. Das könnte ich, habe ich jetzt deaktiviert, könnte ich auch aktivieren. Ich habe hier einen USB-Stick, wenn ich den einstecke. Auch der wird von Boxhutter gleich erkannt. Genau, und könnte ich jederzeit nutzen. Und dann sehen Sie hier oben noch den Hinzufügen-Button. Hier könnte ich einen Ordner, eine Festplatte und so weiter auswählen. Also ich könnte ja auch wirklich sagen, ja, stellen Sie sich vor, ich habe hier irgendeinen Ordner. Also ich kann mit Boxhutter grundsätzlich alles, was irgendwie auf dem Rechner physikalisch vorhanden ist, verschlüsseln. Genau, Gruppenverwaltung, das machen wir jetzt mittlerweile in der Web-App. Zeige ich Ihnen, nachdem wir hier kurz die Einstellungen durch sind. Thema Sicherheit, also die Sicherheit von Boxhutter hängt natürlich vom Boxhutter-Passwort ab. Wir haben noch optionale App-Schutz. Also der App-Schutz, Passwort oder PIN heißt wirklich, wenn man ins Boxhutter-Laufwerk zum Beispiel reingehen möchte. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch auf iOS, also auf dem iPhone, zusätzlich noch Face-ID-Unterstützung. Das haben wir auch. Und dann sehen Sie hier noch, Dateinamenverschlüsselung lässt sich auch aktivieren. Eben auch Dateinamenverschlüsselung, so ein Feature, das Sie in der Administration über Richtlinien festlegen können. Im Konto finden Sie ja einfach Konto-Möglichkeiten. Da kann man auch noch in der Web-App das Ganze machen. Und wenn Sie mal Interesse haben, dann schauen Sie mal in die erweiterten Einstellungen. Da haben wir so ganz klassische Sachen, Windows starten, Updates suchen. Der Laufwerksbuchstabe ist per Default das X-Laufwerk, aber grundsätzlich, also ich kenne es bei unseren ganz großen Enterprise-Kunden, da ist es wirklich schwierig, einen freien Laufwerksbuchstaben zu finden. Das geht also auch dynamisch. Aber da müssen Sie halt einfach schauen, wenn Sie irgendwas automatisieren, dass Sie da vielleicht eine einheitliche Lösung finden. Wie gesagt, per Default ist es das X-Laufwerk. Und hier unten kann gewollt sein, kann aber auch nicht gewollt sein, dass eben Wechseldatenträger wie ein USB-Stick, USB-Laufwerk und so weiter automatisch erkannt werden. Das Gleiche gilt auch für Netzwerklaufwerke. Lässt sich auch deaktivieren. Da haben wir noch eine Frage zur Nutzung von Boxhutter. Lese ich einmal kurz vor. Können Boxhutter-Nutzer gleichzeitig gemeinsam in einer verschlüsselten Word-Datei, zum Beispiel in SharePoint Online, Teams arbeiten? Nee, das geht leider noch nicht. Das ist schon wichtig, noch nicht zu sagen. Wir wissen schon, das ist eine der großen, die Achillesferse von Boxhutter aktuell. Boxhutter ist eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und um sowas wie gemeinsames, gleichzeitiges, das ist immer wichtig, gemeinsam arbeiten geht, nur gleichzeitig geht nicht, anzubieten, ist klar, da brauchen Dienste wie die OneDrive oder allgemein Microsoft oder Dropbox, brauchen natürlich den Zugriff, den Lesezugriff auf die Dateien. Also die müssen den Dateiinhalt einfach kennen. Und mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Boxhutter ist das Stand heute nicht mehr möglich. Wir haben einen experimentellen Ansatz aktuell, und zwar, ohne dass ich jetzt zu ausschweifend werde, wir haben in der Enterprise-Lizenz, haben wir die Möglichkeit, ein Single Sign-On, oder bieten wir Single Sign-On an. Sprich Authentifizierung zum Beispiel über den Microsoft-Account. Auch hier ist es wieder ein bisschen schwieriger, weil eben Single Sign-On mit Boxhutter als Zero-Knowledge-Lösung hat so ein paar notwendige Anpassungen. Zum Beispiel hat unser Kunde dann bei sich in der Infrastruktur ein Key-Management-Service, in dem die Benutzerschlüssel liegen, und er hat auch so ein kleines Stück Server-Software von uns, den sogenannten Boxhutter-Server. Und ja, ich wollte eigentlich nicht so ausschweifend werden. Wir arbeiten daran, dass dieser Boxhutter-Krypto-Server dieses gleichzeitige gemeinsame Arbeiten in Zukunft ermöglichen kann. Stand heute funktioniert es noch nicht. Also was Sie können, ist eben über das Teilen von Berechtigungen, dass man, dass mehrere Personen an verschlüsselten Dateien arbeiten, aber das Gleichzeitige geht leider nicht. Gut, dann würde ich jetzt vom Client auf die Web-App wechseln. Dann schauen wir uns ein bisschen die Administration an. So, über boxhutter.com, da waren Sie wahrscheinlich schon drauf, da Sie sich für das Webinar angemeldet haben, da finden Sie oben rechts den Anmelde-Button. Also wenn Sie schon einen Account haben, können sich da direkt anmelden. Ansonsten, wenn Ihnen ganz gut gefällt, was ich hier mache, oder Sie einfach mal schauen möchten, wie Sie selber Boxhutter testen können,
Auf unserer Webseite unter Produkt für Teams gibt es hier diesen kostenlosen Testen-Button. Das ist der kostenlose Test für unsere Company-Lizenz. Ist auf 14 Tage beschränkt. Ansonsten gibt es keinerlei Einschränkungen bei Features oder sonst was. Also Sie können dann wirklich mit so vielen Nutzern, so vielen Geräten, so viel Daten, wie Sie möchten, Boxhunter verwenden und auch alle Features verwenden. Wenn Ihnen die 14 Tage nicht reichen, schreiben Sie uns eine kurze E-Mail. Entweder mir direkt oder einfach an sales@boxhunter.com. Wir verlängern die auch gerne. Also da wirklich kein Druck, sondern testen Sie dann wirklich gerne alles. Und wenn Sie sich hier angemeldet haben, dann können Sie, oder dann werden Sie gleich weitergeleitet, aber können sich hier auf unsere, in unsere Web-App gehen und dort die Verwaltung machen. Ich bin heute eben mit dem John Doe-Account unterwegs. Und natürlich, das gilt auch beim Test. Ich sage es immer gerne, wenn ich hier das Passwort eingebe. Denken Sie dran, wir sind ein Zero-Knowledge-Unternehmen. Vergessen Sie bitte Ihr Passwort nicht. Wir haben keine Möglichkeit, Ihnen das Passwort wieder verfügbar zu machen. Also das Einzige, was wir machen können, ist, Ihren Account komplett zurückzusetzen. Das geht. Vergessen Sie bitte Ihr Passwort nicht. Anderes Thema, wir haben natürlich die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit, in der Bock-Company-Lizenz den Master-Schlüssel zu aktivieren. Aber auch bei dem gilt, klar, mit dem Master-Key sind Sie schon mal befreit davon, dass Ihre Anwender das Passwort vergessen, dann kein Problem, haben Sie einen Master-Key. Aber auch bei Master-Key gilt Zero Knowledge von Boxhunter. Wir kennen das Master-Key-Passwort nicht. Also in beiden Fällen Ihren Benutzer-Passwort und Ihr Master-Key-Passwort bitte, bitte gut merken, sicher einfach, sicher aufbewahren. Hätte ich jetzt einen toten Faktor, wäre natürlich jetzt auch hier ein toter Faktor abgefragt worden, aber da gehen wir gleich drauf ein. So, ich bin angemeldet und wichtig für Sie immer hier grünes Layout. Grünes Layout ist einfach persönliche Account-Übersicht. Also obwohl mein Dummy-Account John Doe hier, obwohl der ein Administrator ist, kommt er erstmal hier in die persönliche Account-Übersicht, grünes Layout. Ich gehe so ein bisschen die Funktionen einmal durch. Was natürlich nicht überraschend ist, klar, Name, E-Mail, Firma und so weiter, können Sie alles ändern. Und im besten Fall abonnieren Sie unseren Newsletter auch noch. Hier wird es dann aber schon wichtig. Ich habe gerade erwähnt, Boxhunter Zero Knowledge, wir können Ihr Passwort Ihnen nicht wiederherstellen oder sonst was. Aber wenn Sie es kennen, können Sie natürlich Ihr Passwort ändern. Kein Problem, können Sie jederzeit hierüber machen, können auch Ihre Nutzer machen. Genau, im nächsten Schritt, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wichtig, das ist hier der persönliche Account, also grünes Layout. Grünes Layout, persönlicher Account. Wenn Sie hier einen zweiten Faktor setzen, dann gilt es natürlich nur für den John Doe-Account in dem Moment. Wir haben später, das zeige ich Ihnen auch nochmal in den Richtlinien, die Möglichkeit, dass Sie zweiten Faktor für alle Ihre Nutzer oder bestimmte Benutzergruppen auch erzwingen. Das geht auch. Und eben hier wäre es dann wirklich nur für den Account. Wir unterstützen da eigentlich alles, Authenticator-Apps wie den Google Authenticator unterstützen wir natürlich, also das TOTP-Standard. Security Keys, wie zum Beispiel den YubiKey. Mit der Firma YubiKey haben wir nämlich auch eine tolle Kooperation. Also auch die funktionieren. Geben Sie also gerne einfach Bescheid, wenn Sie mal einen anderen Anbieter haben oder so. Geben Sie einfach Bescheid. Im meisten Fall haben die einen Standard, den wir unterstützen. Ansonsten machen wir, dass es funktioniert. Genau. Gruppenübersicht, auch hier gilt grünes Layout. Also das sind die Gruppen, in denen John Doe gerade Mitglied ist. Sondern darf auch zum Beispiel Gruppen erstellen, darf hier auch löschen, verlassen und so weiter. In der Administration können Sie einstellen, was dürfen Nutzer, dürfen Sie Gruppen erstellen oder nicht. Wir hatten vorhin auch schon die Frage zum Active Directory Sync, also auch das können Sie einstellen. Ja, und Sie können natürlich auch dann als Administrator, wenn wir dann später hier in die Verwaltung gehen, können Sie auch für andere Nutzer Gruppen erstellen. Genau, eine Übersicht der Geräte. Geräte können auch jederzeit entfernt werden. Also hier sehen Sie, unser Marketing-Team hat wohl gestern hier diesen John Doe-Account verwendet. Und wenn ich die jetzt ärgern möchte, dann schmeiße ich dieses Gerät raus. Was dann passiert innerhalb von wenigen Sekunden, wenn dieses Gerät eine Internetverbindung hat, wird auch sofort Boxhunter abgemeldet. Es ist ja so, ich kann ja hier jederzeit auf die verschlüsselten Daten zugreifen. Die liegen verschlüsselt in der Dropbox, aber über mein Gerät kann ich zugreifen. Würde ich jetzt, das ist mein Gerät hier, dieses Gerät entfernen, innerhalb von wenigen Sekunden würde mir hier würde ich abgemeldet werden und ein potenzieller Angreifer könnte also nicht mehr über dieses Gerät hier, auf dem ich bin, auf die Dateien zugreifen. Genau, als Administrator muss ich auch noch sagen, als Administrator können Sie natürlich alle Geräte von allen Ihren Nutzern auch verwalten. Also Sie können auch für einen Nutzer Geräte entfernen. Das geht auch.
Genau, oder hier unsere Websitzungen. Grundsätzlich, Sie dürfen natürlich jederzeit uns direkt kontaktieren. Mich zum Beispiel nach diesem Webinar, unser Sales-Team, unser Support-Team über support@boxhopper.com. Ich will es noch einmal gesagt haben, unsere Boxhopper-Hilfe ist meiner Meinung nach sehr gut. Also wenn Sie noch mal was suchen, wir haben hier auch eine sehr gute Suche zu bestimmten Themen, nutzen Sie gerne hier auch die Hilfeseiten, aber gerne geben Sie uns oder mir Bescheid. Und zu guter Letzt, genau unseren Support, wenn Sie zum Beispiel diesen 14-Test starten und Fragen haben. Sie können uns direkt per E-Mail schreiben, support@boxhopper.com, oder gehen Sie hier über dieses Kontaktformular, dann haben wir dann direkt Sie zugeordnet zu Ihrer Organisation und Sie auch höher priorisiert, da Sie dann die Testlizenz der Company-Lizenz haben. Da kriegen Sie dann wahrscheinlich in 3 Stunden eine Antwort zu unseren regulären Arbeitszeiten. Ja, erweiterte Funktionen, jetzt geht es ein bisschen tiefer hier im Webinar. 2 Sachen, Schlüssel exportieren und Konto löschen. Wir haben keinen sogenannten Vendor-Login. Also wenn Sie einmal sagen, wir haben jetzt Boxhopper seit 5 Jahren im Einsatz, aus irgendeinem Grund möchten Sie uns nicht mehr nutzen oder Sie haben Sorge oder sonst was. Sie können jederzeit Ihre Schlüssel exportieren. Wir erlauben Ihnen das und Sie könnten diese Schlüssel auch nicht nur mit dem offiziellen Boxhopper-Client verwenden, sondern auch im Grunde selber implementieren, was wir hier anbieten. Also Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Schlüssel zu exportieren, kann Teil von einer, einfach von Sicherheitsmaßnahmen sein, die Sie bei sich selber führen. Also dass Sie sagen, Sie möchten oder Sie müssen immer die Schlüssel parat haben, dann können Sie die auch jederzeit eben exportieren. Das Ganze gilt natürlich auch für den Master Key, den Sie potenziell gesetzt haben. Und ja, natürlich könnten Sie auch Ihr Konto löschen, da aber nur kurz der Hinweis von mir, Konto löschen heißt bei uns auch wirklich Konto löschen. Das heißt also auch die Schlüssel, die verschlüsselten Schlüssel, die bei uns liegen, wir sind ja Zero Knowledge, wir haben keinen Zugriff auf die Schlüssel, wir haben sie aber, damit Sie sich zum Beispiel auf anderen Geräten anmelden können, Sie können Ihr Konto löschen. Deswegen, wenn Sie es doch machen sollten, denken Sie daran, davor Ihren Schlüssel zu exportieren und dann Ihr Konto zu löschen. Ansonsten geht es halt eben wirklich nicht mehr. Das Konto ist dann nicht mehr da. So viel vom persönlichen Account, eben grün. Jetzt gehen wir hier mal links, jetzt wird es spannend, in die Organisationsverwaltung. Wird Ihnen dann gleich angezeigt, hier blaues Layout, also einfach für Sie immer zum Wissen, wenn Sie was für die als Boxhopper-Organisation machen, dann müssen Sie das blaue Layout sehen. Klar, Organisationsname ist nicht so spannend, aber hier gleich eins der wichtigsten Features, eben der Master Key. Der Master Key ist einfach eine Versicherung für Sie, dass Sie jederzeit den vollen Zugriff auf die verschlüsselten, in Klammern verschlüsselte Daten Ihres Unternehmens haben. Der Master Key muss einmalig gesetzt werden. Ich würde empfehlen, ihn von Anfang an zu setzen. Sie sehen es hier gerade, active for 5 of 6 users, also aktiv für 5 von 6 Nutzern. Wenn Sie ihn von Anfang an setzen, ist er natürlich sofort aktiv. Sie können ihn auch nachträglich setzen, dann muss sich einer der Nutzer oder müssen sich die Nutzer, die Sie davor schon haben, die werden bei der ersten neuen Anmeldung abgemeldet, melden sich noch an, dann ist er aktiv. Genau. Und eben hier in dem Fall würde man dann sehen, okay, für Jane Doe ist er nicht aktiv. Also wenn sich Jane Doe das nächste Mal anmeldet, wird der Master Key dann für Sie aktiv. Eben auch der Master Key wird von einem Passwort abgeleitet, einem Master Key Passwort. Das dürfen Sie dann natürlich auf keinen Fall vergessen oder verlieren. Ganz realistisch, Sie werden den Master Key selten benötigen. Es liegt einfach daran, klar kann es mal passieren, dass einer Ihrer Nutzer sein Passwort vergisst. Passiert immer mal wieder. Aber in so Company-Setups arbeiten wir eigentlich sehr viel mit Gruppen. Und da kommt es selten vor, dass ein Nutzer wirklich Daten verschlüsselt hat, auf die nur er Zugriff hat, weil eben oft wird, wir haben es hier schon gesehen bei mir, schauen wir nochmal kurz rein, genau, es gibt Managementgruppen, es gibt vielleicht Support, Personal, Marketinggruppen und so weiter, da haben eben mehrere Boxen der Nutzerberechtigung. Aber angenommen, wirklich ein Nutzer vergisst sein Passwort und hat Dateien, auf die nur er kryptografischen Zugriff hat, dann verwenden Sie den Master Key. Dafür ist er da. Wenn Sie da auch mal Unterstützung brauchen, wenn es ernst werden sollte, geht relativ einfach zu verwenden, aber geben Sie auch gerne Bescheid, wenn Sie möchten, dass wir Sie da unterstützen. Als nächstes die Benutzerverwaltung, die können Sie ganz verschieden machen. Also wir haben jederzeit, jetzt war ich ein bisschen schnell, ich habe hier reingeklickt einmal,
Sie können auch jederzeit einfach per E-Mail-Adressen Nutzer hinzufügen. Das funktioniert gut bis 10, 15, 20 Nutzer, gar kein Problem. Fügen Sie die einzeln hinzu über eine E-Mail-Adresse. Die kriegen dann auf ihre E-Mail-Adresse eine Einladung, akzeptieren die und haben dann einen Boxhopper-Account in ihrer Boxhopper-Organisation. Auch da kam ja vorhin die Frage, also natürlich, wenn Sie dann mehr haben oder Sie haben eh schon ein perfekt eingerichtetes Active Directory mit Gruppen, mit Nutzern, dann verwenden Sie einfach hier die Synchronisierung. LDAP, Active Directory unterstützen wir. Ebenfalls Dropbox für Business unterstützen wir. Wir sind eben Dropbox Technology Partner, der einzige in Europa. Deswegen unterstützen wir auch Dropbox Business. Die haben auch so ein kleines Nutzerverzeichnis. Und ich mache es jetzt nicht, ich klicke aber einmal rein. Das wird für alle von Ihnen, die Active Directory kennen, absolut keine Überraschung sein. Sie definieren einfach Ihre AD. Sie können dann später auch noch auswählen, ob bereits hinzugefügte Nutzer, die nicht im AD vorhanden sind, gelöscht werden sollen und auch, ob Gruppen synchronisiert werden sollen oder nicht. Also das haben Sie die Möglichkeit und dann werden Ihre Nutzer und Ihre Gruppen dann oder Nutzer, nur Nutzer synchronisiert, wie Sie es möchten. Und ich habe es vorhin bei der Frage zum gemeinsamen gleichzeitigen Bearbeiten schon gesagt, wir haben eben in der Enterprise-Lizenz auch die Möglichkeit, ein Single Sign-On einzurichten. Wenn Sie da Interesse haben, wenn Sie Fragen haben, gerne einfach ja, zur Fragerunde, da habe ich nämlich dann Zeit, da können wir ausführlich darüber gehen oder einfach, wenn Sie später nach dem Webinar eine E-Mail schreiben, wenn Sie da Interesse daran haben. Genau. Gruppen, eben, Gruppen lassen sich auch hier erstellen. Gruppen lassen sich, wenn Sie es erlauben, von Nutzern erstellen, über Active Directory synchronisieren. Genau. Und Gruppen zweierlei. Einmal natürlich, wie ich es vorhin gezeigt habe, die Berechtigungsverwaltung auf Dateiebene, Rechtsklick, Boxhopper, Berechtigung verwalten geht über Gruppen. Und für was es auch noch Gruppen sehr gut sind, sind die Richtlinienverwaltung. Da gehen wir jetzt rein. Richtlinien sind so die große Möglichkeit für Sie, einfach Boxhopper so zu konfigurieren, wie Sie möchten, dass Boxhopper für Sie funktioniert. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick, was wir so alles haben. Wenn Sie Fragen dazu haben, gerne einfach stellen zu einzelnen Richtlinien oder sonst wie. Oder wenn Sie mal dann doch Boxhopper verwenden und Ihnen fehlt irgendwie eine Richtlinie. Sie haben eine gewisse Compliance-Regelung und die können Sie nicht ganz mit Boxhopper umsetzen. Geben Sie uns Bescheid, geben Sie mir Bescheid. Wenn wir es technisch umsetzen können, kein Problem, machen wir. Um Ihnen mal so einen Überblick zu geben. Wir haben die Möglichkeit, den Zugriff auf die Boxhopper-Accounts zu beschränken. Oder Sie haben die Möglichkeit, auf IP-Adressen, auf Ländern. Sie haben die Möglichkeit, hier unter dem Konto zum Beispiel das Auditing zu deaktivieren. Oft mag es der Betriebsrat nicht, wenn man sieht, Nutzer X hat sich um so und so viel Uhr an diesem Gerät angemeldet. Das können Sie jederzeit deaktivieren. Sie können aber auch eine Aufbewahrungsfrist für diese Auditierung, für diese Aktivitäten setzen. Schlüsselexport, ich habe vorhin angesprochen, dass es so wichtig ist. Sie können ihn, und das machen wir jetzt gleich exemplarisch, das würde ich Ihnen auch empfehlen, für alle Nutzer deaktivieren, nur für die Administration aktiviert lassen. Gehen wir einmal rein. Also Konto, Schlüsselexport verbieten. In einer Richtlinie sehen Sie dann immer noch eine genaue Erklärung. Hier, das ist relativ einfach erklärt, Schlüsselexport verbieten. Ein Nutzer kann seine Schlüssel nicht exportieren. Bei anderen Richtlinien haben Sie hier vielleicht noch Optionen oder geben irgendwelche Werte an. Also das kann immer sein. Und dann setzen Sie immer, haben Sie die Einstellung, für wen gilt diese Richtlinie? Also soll die für alle aktuellen und neuen Nutzer wählen, also für alle aktuellen und neuen, außer den ausgewählten oder nur für ausgewählte Nutzer. Schlüsselexport verbieten würde ich empfehlen für alle aktuellen und neuen Nutzer, außer den ausgewählten. Und jetzt schauen wir mal, ich habe hier zwei Gruppen, Extern-Test, Group-Owner-Test. Ich habe hier Administrator und John Doe. Also genau, für die beiden, Administrator und John Doe, soll das nicht gelten. Für alle anderen gilt diese Richtlinie. Einmal abgeschickt und so schnell geht es, eine Richtlinie einzurichten. Und dann sehen Sie hier unter den Richtlinien eine Richtlinie, können sich dann übrigens auch nochmal hier eine Notiz hinzufügen, deaktivieren, wenn Sie möchten. Und Sie sehen auch zum Beispiel Aktivitäten. Wenn Sie mehrere Administratoren haben, hat da jemand was geändert oder sonst wie. So, noch weiter im Überblick. Wenn Sie irgendwas sehen, was Sie interessiert, eine besondere Richtlinie, schreiben Sie einfach kurz im Chat, da können wir nochmal genauer darauf eingehen. Ansonsten würde ich so auf die Interessanten nochmal eingehen. Zwei-Faktor-Authentifizierung lässt sich erzwingen, aber auch verbieten. Erzwingen wahrscheinlich zum Beispiel Managementgruppe, könnte man sagen, die erzwungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden.
maximale Anzahl an Geräte. Wir haben in der Lizenzierung, Sie dürfen so viele Geräte, also Ihre Nutzer dürfen 100 Geräte gleichzeitig haben, das spielt gar keine Rolle. Sie können es aber einschränken, wenn Sie möchten. Dateinamenverschlüsselung, das hat man ganz am Anfang vom Webinar heute. Können Sie entweder erzwingen oder verbieten. Hat dann immer so Vor- und Nachteile. Vorteil ganz klar, sind irgendwelche personenbezogene oder sensitive Informationen im Dateinamen, dann müssen Sie es erzwingen oder verwenden einfach. Kann aber auch Probleme geben, wenn wir noch mal kurz reinschauen. Ich glaube, Sie kommen alle gleich sofort auf das Problem, wenn wir uns wirklich hier das Original anschauen. Ja, das Problem ist, glaube ich, klar. Die physische Datei mit Dateinamenverschlüsselung zu identifizieren ist schwierig. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Backup-Tool. Grundsätzlich kein Problem mit Boxhunter, ja, Veeam, was auch immer Sie verwenden. Aber wenn Ihr Nutzer sagt, ich habe eine Datei gelöscht, ja, und ich möchte die bitte wiederhaben, wird sehr schwierig, genau die mit Dateinamenverschlüsselung zu identifizieren. Wir verschlüsseln nur die Dateinamen. Das heißt, Sie sehen ja hier Timestamp, ob Sie Tags setzen und so weiter. Das wird nicht verschlüsselt, aber eben den Dateinamen. Bis jetzt, also wir haben den Fall im Support, es kommt manchmal auf, dass jemand sowas, das Problem hat, Dateinamenverschlüsselung und Dateien aus dem Backup holen. Um ehrlich zu sein, da muss man halt ein paar mehr holen und mal suchen, wo die Datei ist. Das geht schon. Einfach nur im Kopf behalten, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie es nicht brauchen, Dateinamenverschlüsselung zu verbieten. Ah, sehr gut. Oh, ich habe eine Frage, da ich gehe, ich mache kurz die Richtigen fertig, dann gehe ich auf Ihre Frage ein. Machen wir es so. genau, Verschlüsselung erzwingen auch genauso. Ich habe vorhin gezeigt, neue Datei oder neuen Ordner erstellt, verschlüsseln, ja oder nein. Wenn Sie sagen, Verschlüsselung erzwingen, wird immer verschlüsselt. Genau. Microsoft Teams, heute Webinar eben ein bisschen mehr auf Dropbox. Grundsätzlich, wir bieten auch eine Integration in Microsoft Teams. Da lässt sich eben der Datei-Download auch deaktivieren. Wisbly, das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, um eben mit externen Personen, die kein Boxhunter haben, Dateien zu teilen, kann man auch deaktivieren. Genau, Gruppen und Berechtigungen nehme ich mal in einem Schwung. Da können Sie einfach managen, was dürfen Ihre Anwender mit Gruppen und Berechtigungen machen. Dürfen die Berechtigungen überhaupt verändern, also Berechtigungen auf Dateiebene, dürfen Sie Gruppen erstellen und so weiter. Also das können Sie alles dann so ein bisschen entweder ins Korsett oder Sie geben eine gewisse Freiheit. Speicherorte sind OneDrive, Google Drive, Dropbox und so weiter. Da können Sie erzwingen, erlauben, Sie können eine maximale Anzahl setzen. Also alles, wo wir in der Lizenz sagen, dürfen Sie machen, was Sie wollen. Ja, Sie dürfen Boxhunter verwenden, mit was und wie Sie wollen. Das können Sie dann für Ihre Anwender einschränken. Und auch hier die minimale Passwortlänge. Default bei uns sind 8 oder 12 Zeichen, aber Sie dürfen es also eben hier mit dieser Richtlinie könnten Sie setzen, wie Sie möchten. Ja, wenn Sie da unternehmensintern bei sich eine Vorgabe haben, 24 Zeichen, dann können Sie es machen. Und Passwortspeichern verbieten ist so eine Sache, ne? Nutzerakzeptanz, also Passwortspeichern verbieten heißt halt, bei jedem Neustart vom Gerät, bei jedem aus dem Standby rausholen, muss das Box oder Passwort eingegeben werden. Kann notwendig sein, wenn Sie es möchten. Ja, ist halt natürlich für einen Nutzer gewissermaßen frustrierend, ja, wenn er jedes Mal das Passwort eingeben muss. Aber bieten wir eben auch an. Gut, ja. Aktivitäten, genau, also mit Richtlinien sind wir einmal durch. Wenn Sie Fragen haben, geben Sie gerne Bescheid. Zu den Aktivitäten ist es ein Feature, das Sie jetzt nicht verwundern wird, aber Sie haben einfach die Möglichkeit, hier alle Aktivitäten Ihrer Organisation, das heißt von allen Ihren Nutzern, einzusehen. Lässt sich natürlich auch alles filtern, lässt sich natürlich auch nach einzelnen Aktivitäten filtern, auch exportieren für den Datenschutzbeauftragten, wie auch immer. Also da eben sehen Sie alles, was in Ihrer Boxhunter-Organisation passiert. So, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Und zu guter Letzt, ja, sollte auch angesprochen werden, wenn Sie dann sagen, Boxhunter ist die richtige Lösung für Sie, geben Sie Bescheid, wenn Sie ein Angebot brauchen oder sonst wie, dann hinterlegen wir das an. Ja, oder gibt es halt ein Abonnement für Sie. Und es ist vielleicht ist auch genau der richtige Zeitpunkt, auf die Frage einzugehen, weil da ging es um die Boxhunter-Version. Ich lese sie einmal vor. Kann auch das Active Directory in der Azure Cloud Microsoft 365 Tenant angebunden werden? Mit welcher Version Boxhunter? Zwei Themen, also grundsätzlich, wenn wir jetzt nur vom stumpfen AD reden, ja, funktioniert auch. Und zwar, da gibt es in der Azure AD Domain Services, heißt es, genau das, na, ich stimme einmal zu. Wenn Sie wirklich nur den Sync wollen, Nutzer und Gruppen,
Das wäre dann Azure Active Directory Domain Services. Das gibt dann Ihnen dann einfach in Ihrer Azure AD-Umgebung LDAP als Protokoll. Das geht dann. Ich vermute aber, Sie sprechen eher unsere Single Sign-On-Funktionalität an. Das heißt also, die Nutzer haben kein explizites Boxsubter-Account mit Boxsubter-E-Mail, also E-Mail-Adresse und Boxsubter-Passwort, sondern Authentifizierung über den Microsoft-Account. Und das ist eben Single Sign-On. Das bieten wir an mit Azure Active Directory. Wie gesagt, Sie brauchen da noch ein bisschen, ist nicht ganz trivial das Thema, weil wir eben Zero Knowledge Dienst sind, aber wir können alles in der Azure Cloud hosten, sprich den Azure Key Vault, das ist ein Key Management Service in der Azure Cloud und auch diesen Boxsubter Crypto Server können wir auch da deployen. Das haben wir schon eben bei Kunden auch gemacht. Das Ganze bieten wir ab der Boxsubter Enterprise Lizenz an. Die Enterprise Lizenz startet bei 50 Nutzern. Genau. Ich würde jetzt auch gleich in die offizielle oder ja, in die Fragerunde überleiten. Davor noch kurz zusammengefasst, was Sie jetzt in den letzten knapp 45 Minuten ein bisschen mehr gesehen haben. Wir haben einmal gesehen heute, wie wir Boxsubter mit einem Cloud-Speicher wie der Dropbox verwenden können. Ich habe auch schon erwähnt, grundsätzlich spielt es für Boxsubter keine Rolle, mit welchem Cloud-Speicher oder welchem Speicher allgemein Sie verwenden. Alles, was Sie hier gesehen haben heute, eben diese Verschlüsselung, Berechtigungsverwaltung und so weiter, das funktioniert auf allen Plattformen. Ich sage mal so, mit Boxsubter ist eine sehr flexible Verschlüsselungslösung, die eben durch die Tatsache, dass wir dieses virtuelle Laufwerk verwenden, sich auch sehr gut in den Workflow einbindet. Sie können, egal ob von welchem Programm Sie speichern, Dateien verschlüsselt, der Nutzer wird dann nicht gestört von der Verschlüsselung, sondern er legt einfach in bereits verschlüsselten Ordner ab. Es wird automatisch verschlüsselt. Während der Nutzer sehr viel im Client arbeitet oder hauptsächlich auf dem Client arbeitet, haben Sie dann in der Administration eben hier, was wir sehen hier mit dem blauen Layout, die Möglichkeit einfach alles, was Ihre Nutzer machen, wie Sie Ihre Organisation verwalten, hier zu verwalten. Da haben wir einfach den großen Vorteil Software as a Service Lösung. Sie können hier Nutzergruppen, Richtlinien und so weiter verwalten. Jetzt möchte ich mich noch mal kurz bedanken. Also wie gesagt, wenn Sie Fragen noch haben, gerne jetzt gleich nach dem Webinar oder im Webinar hier mir noch Fragen stellen. Ansonsten schreiben Sie gerne eine E-Mail. Und damit entlasse ich erstmal den offiziellen Teil. Vielen Dank.